Lars Fredrik Nilsson war ein schwedischer Chemiker. Leben und Werk. Nilsson war der Sohn eines Gutsbesitzers, besuchte die Schule in Visby und das Gymnasium in Linköping und studierte ab 1859 Biologie, Mineralogie und Chemie an der Universität Uppsala. Er war Assistent von Lars Fredrik Svanberg in Uppsala und wurde 1866 promoviert. 1878 wurde er Professor für analytische Chemie in Uppsala und 1883 Leiter der Königlichen Akademie für Landwirtschaft in Stockholm. Nilsson untersuchte mit Otto Petersen seltene Erden. Bekannt wurde er 1879 durch die Entdeckung des von Mendelier als Carboron aus dem Periodensystem vorhergesagten Elements Scandium, das er aus den Mineralien Euxenit und Gadolinit gewann. Er isolierte erstmals reines Thoriumoxid, damals wichtig in der Glühlampenindustrie, und trug mit Petersen zur Klärung der damals strittigen Frage von Atomgewicht und Wertigkeit des Beryllums bei. Später befasste er sich mit Düngung, Futterpflanzen und anderen landwirtschaftlichen Fragen. Insbesondere entdeckte er, dass die kalkhaltigen Moore seiner Heimat Gotland durch Zugabe von Potasche fruchtbar gemacht werden konnten, was Zuckerrübenanbau ermöglichte.